Tja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ich teste. Heute geht es dann mal um Pacific Rim, basierend auf dem gleichnamigen Kinofilm. Wir springen mal direkt rein. Und gucken mal, was kommt. So, wir starten dann jetzt mal erstmal ein Tutorial. Bevor es dann richtig losgeht. So, wir können angreifen mit den Aktionstasten. L2 können wir ein bisschen schneller fortbewegen. Oh. Also ein Messerchen. Okay, mit X können wir blocken. Oh, das war ein fataler Treffer. Also Kampfsystem recht einfach gehalten. Ich hatte ja schon mal was Ähnliches mit Real Steel. Jetzt können wir ihm... Was sollen wir denn jetzt machen? Ach so. Das geht aber Energieflöten, wenn wir diesen Kampfmodus wechseln. Aber der saß. Ja, also ändert so ein bisschen an Real Steel. Und das war ja an sich auch nicht so schlecht. Okay, das ist also das Hauptmenü. Singleplayer ist nicht möglich. Wir können tatsächlich nur Multiplayer spielen. Und ja, machen wir. Online jetzt nicht, geht doch gar nicht. Also lokal. Das bedeutet, wir haben hier ein reines Beat'em-up eigentlich. Können auswählen zwischen Knife Head, Gypsy Danger, den hatten wir eben schon. Achso, das war's schon. Sind nur die beiden. So, jetzt könnte natürlich noch jemand mit einsteigen, was aber in diesem Fall nicht passiert. Ich spiele jetzt gegen den Computer. Wähle dann mal den anderen hier. Dann haben wir hier Boost Items. Speed Up. HP Booster. Da wähle ich jetzt einfach mal den Power Booster. Ja, hat doch sehr viele Ähnlichkeiten. Mit... dem anderen halt Real Steel. Und ja, Gegner ist dann... Wieso muss ich denn den... Kann ich gar nicht wechseln. Ach doch. Ja. Gegner ist dann der Gypsy Danger. Mit Speed... Gut, springen wir nochmal rein. So, Zeitlimit haben wir auch von 3 Minuten. Können wir auch den Modus wechseln? Nee, mit dem geht's nicht. Also spielen die sich schon ein wenig unterschiedlich. Oder ich muss erst noch was aufladen. Ah, ich kann einen Power Move aufladen.
Geht das nochmal? Nee, wahrscheinlich muss ich erst wieder Energie sammeln. Ja, aber es kommt ein wenig schwerfällig auch daher. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier drücken soll. Irgendwie kann er nicht mehr. Bewegen sich alle ein wenig behäbig. Gut, das kann ich ja noch nachvollziehen. Bei den Robotern und Monstern hier. Ich würde mal sagen, dass es richtet sich dann eher schon an die harten Fans. Länger drücken ist dann ein Aufladen. Wahrscheinlich dann ist es auch eine etwas mächtigere Attacke. Oh, nun hat es uns aber mal jetzt verlegt. Ach so, okay, schnell die Tasten drücken, dann füllt sich der Balken schneller wieder auf. Okay. Ja, aber hier fällt mein Fazit recht schnell aus, denn viel machen kann man ja nicht. Wie gesagt, das Kampfsystem ist recht einfach gehalten. Nichts Spektakuläres. Für Fans. Ja, und während die beiden sich hier noch ein wenig weiter kloppen und sich dabei nicht treffen. Und damit verabschiede ich mich dann auch schon. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich teste. Bis dahin.